Test Drive 3 war mein allererstes Rennspiel gewesen. Und ich muss sagen, ich hätte es echt besser treffen können. Denn der dritte Teil wurde nicht mehr von Distinctive Software entwickelt, den späteren Need for Speed Entwicklern, sondern von Accolade selbst. Und die hatten zwar ein ambitioniertes Konzept gehabt, aber technisch hat das Spiel schlicht nicht funktioniert. Die Steuerung ist eine einzige Katastrophe. Im Internet wird Test Drive 3 gerne als Drunk Driving Simulator bezeichnet und das trifft es ziemlich genau. Die Wagen steuern sich derart schwammig, dass man das Gefühl hat, ordentlich einen über den Durst getrunken zu haben. Das ist mir damals aber natürlich nicht aufgefallen. Ich hatte ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Von daher dachte ich, es würde an mir liegen, dass das Spiel so schwierig zu steuern ist. Wenn ich genug übe, wird das schon besser. Dachte ich zumindest. Was das Spiel so ambitioniert gemacht hat, war seine vergleichsweise offene Spielwelt. Man ist nämlich nicht auf abgesteckten Rundkursen gefahren oder linear von A nach B, sondern in einer frei befahrbaren, offenen Spielwelt. Man konnte ohne Probleme einfach rechts oder links von der Straße runter und die Welt auf eigene Faust erkunden. Da fuhren Züge durch die Welt, standen Kühe auf der Weide und es gab dynamische Wettereffekte. Ich weiß noch, dass ich oft einfach nur durch die Level gefahren bin, um zu gucken, was sich sonst noch so in der Welt versteckt. Die fantastische Musik und die detaillierte Cockpit-Ansicht vermittelten mir als kleines Kind das Gefühl, einen echten Roadtrip zu haben. Wie er sonst nur den Erwachsenen vorbehalten war. Dass es sich bei den Fahrzeugen um Supersportwagen handelte, trug zu meiner Faszination nur noch mehr bei. Besonders die Infobildschirme, wo die Wagen in all ihrer pixeligen Pracht als Standbild gezeigt wurden und man sich die Leistungsdaten angucken konnte, wie in den Autoquartetts, die damals jeder hatte. Am Ende ging es im Spiel darum, unfallfrei von A nach B zu kommen, was aufgrund der, wie schon gesagt, schwierigen Steuerung gar nicht so leicht gewesen ist. Zwar hatte man auch einen Konkurrenten mit auf der Strecke, aber wirklich relevant war das nicht. Man kam auch weiter im Spiel, wenn man erst Stunden später im Ziel angekommen ist. Aufgrund der offenen Welt ist es auch gar nicht so offensichtlich, wo man hin muss. Gleich im ersten Level zum Beispiel gibt es eine Kreuzung, an der man nach links oder rechts abbiegen kann. Fährt man nach rechts, sieht man die weißen Linien am Horizont, die das Ziel darstellen. Fährt man nach links, kann man entspannt noch ein wenig Zeit auf der ersten Strecke verbringen, vor der Polizei abhauen und die Landschaft genießen. Apropos Polizei, das fand ich natürlich auch spitze. Das Konzept des Radarwarners kenne ich nämlich genau aus diesem Spiel. Wenn man nämlich zu schnell fuhr, fing der gnadenlos an zu piepen. In echt habe ich sowas erst viele Jahre später gesehen, bei einem Bekannten, der sich so ein Ding aus Amerika mitgebracht hatte. Objektiv gesehen war Test Drive 3 also kein gelungenes Spiel, aufgrund der schlechten Steuerung. In der Beziehung hat man mit den direkten Vorgängern deutlich mehr Spaß. Aber die Atmosphäre und offene Spielwelt finde ich auch heute noch toll. Es hat mir durchaus Spaß gemacht, für dieses Video mal wieder ein paar Runden mit Test Drive 3 The Passion zu drehen.